Hallo zusammen. Vor dem Kino, andersrum geht das ja. Nach dem Kino ist für euch wie immer vor dem Kino. Heute mit dem Film Rio 2. Ich weiß noch damals, wie der erste Teil im Kino war, den hatte ich nicht geguckt. Fand ich irgendwie ein bisschen Quatsch. Heute Abend hatte ich ja doch mal Lust drauf. Damals war im illegalen Download-Markt war der erste Kandidat, den man runterladen kann, da saß einer mit einem iPhone im Kino und hat den Film aufgenommen. Dementsprechend war natürlich die Qualität auch absoluter Schwachsinn. So viel mal am Rande. Hier ging es darum, da waren die sogenannten Städter und dann waren die Städter und dann die Landeier. Ich bin ja so ein schönes Landei. Ich gucke im Fenster raus, unten steht eine Kuh und isst Gras am Fressen. Und hier in der Art war dann halt so, da waren so zwei Öko-Freaks, Mann und Frau. Die waren halt da und wollten die Vögel schützen und erkunden und haben geguckt, wo die leben und so weiter und wollten da einen Amazonas. Und hier die Papageienfamilie, die war halt, wo war da dann? Da steht doch so eine riesen Statue, die beide Arme von sich streckt, war da Rio, glaube ich. Ich glaube, in Rio ist das. Und dann haben die gedacht, wir fliegen den mal hinterher. Und dann waren sie da im Wald und haben ihr ganzes Volk gefunden und waren überglücklich und haben Party gemacht. Was ging sonst so in dem Film ab? Also auf jeden Fall was für Klein und Groß, wobei ich eher sagen würde, für die Kleinen unter uns, wo ich mich natürlich auch immer gern mal zuzähle, würde ich sagen. Ich bewerte den Film mit einer 3, ist natürlich nichts Bewältigendes. Da ich ja gerne Spiele am Computer spiele und nicht sehr viel Wert darauf, da das immer sehr geil aussieht, gute Grafik und so weiter, muss ich sagen, jeder Animationsfilm, wo ich immer gucke, so im Abstand von Vierteljahr, Halbjahr auseinander, das sieht immer irgendwie genialer aus, wie das gemacht wird. Könnte man manche Szenen denken, wenn man da Wasser sieht, das ist ja fast wie echt. Es wird viel gesungen in dem Film, extrem viel gesungen und also für Eltern, die ihren Kindern was Schönes tun wollen, auf jeden Fall kann man den Film empfehlen. Man lernt ein bisschen was als Kind dabei, wie halt in dem Urwald so abgeht, da die bösen Leute kommen, machen die Wälder platt, wo halt Tiere leben, die halt dann nicht mehr da leben können und wahrscheinlich aussterben, wenn halt so böse Leute, die vor Geldgier nicht wissen wohin und machen dann den Wald platt und da leben halt Tiere. So viel mal am Rande dazu und dann würde ich mal sagen, bis dahin, tschüss mit euch.